Okay, meine Frage ist, mein Rücken ist in Veränderung und meine Information war gestern, dass ich mich mit der Erde verbinde. Die Rückenschmerzen sind ein Impuls, mich mit der Erde zu verbinden und in meine Größe zu gehen. Und doch liebe ich noch immer die Schmerzen, weil die sind immer noch da. Wir grüßen dich, du Botschafter des Lichtes. Wir sprechen jetzt hier aus dem Strahl des Erzengel Michaels, der hier dazugekommen ist, um speziell auf dein Anliegen und deine Bedürfnisse einzugehen. Es ist so, dass in dir Energiebahnen sind, genauso wie der Planet Erde über Energiebahnen verfügt. Und auch der Planet Erde ist gerade dabei, seine Energiebahnen zu reinigen. Wir können sagen, viele dieser Energiebahnen sind gerade sehr verschlackt, sind gerade sehr verunreinigt. Und damit das Herz der Erde wieder gut pulsieren kann und die Kräfte des Lichtes durch den Planeten gut fließen können, ist es so, dass die Erde ihre Energiebahnen gerade reinigt. Und das sind auch die Symptome, die ihr hört und seht, als Beben der Erdschichten, als sogenannte Erdbeben oder als manche Orte als das Aufwachen und Rütteln der Vulkane. So wisse dieses, dass es darum geht, diese Energiebahnen der Erde, die Blutbahnen der Erde, frei zu reinigen. Es ist so, wie wenn du ein verstopftes Rohr hast und dann die Spülung nicht mehr gut funktioniert. Also würdest du zu einem Abflussreiniger greifen und dieses Rohr reinigen, damit die Spülung gut funktioniert. Und genauso ist es so, dass ihr die Erde unterstützen könnt. Das heißt, ihr könnt euch gleichschalten mit dem Energiefeld der Erde und geistig dabei die Erdenergie unterstützen, ihre Bahnen zu reinigen, soweit dies möglich ist. Denn wir sagen, es können nicht alle auf einmal gereinigt werden, denn dann würde es zu viel Unruhe auf dem Planeten geben. So ist es wichtig, hier in diesem Bewusstsein zu unterstützen, nur so weit zu unterstützen, wie es gerade jetzt für diesen Moment angesagt ist. Und genauso ist es mit dir. Das heißt, ein Teil deiner Energiebahnen sind gerade nicht durchlässig. Es ist sozusagen, dass auch einige der Nadis sozusagen verstopft sind. Und dazu ist es gut, dass du dieses gleiche Bild nimmst und sozusagen geistig deine Energiebahnen durchreinigst. Und wir würden dieses empfehlen, für einen längeren Zeitraum täglich zu praktizieren. Und dann wirst du merken, dass die Energie abfließen kann und die Schmerzen nachlassen. Die Schmerzen sind ein Zeichen dafür, dass hier einige Verstopfungen sind. Und wenn du gut reinigst, dann ist es so, dass die Energie wieder für dich fließen kann. So raten wir dir, achtsam zu sein in deiner Arbeit mit der Erde und wirklich anzufragen, inwieweit du gerade unterstützt, was gerade angesagt ist. Und auch wenn ihr gerne viel helfen und wirken wollt, wirklich empfehlen wir empfehlen dieses, nur so viel zu wirken, wie es gerade sinnvoll ist im Entwicklungsprozess des Planeten. Denn mehr ist nicht mehr, sondern führt sozusagen zu mehr Chaos und Unruhe, anstatt die entstehende Ordnung zu unterstützen. Gibt es noch eine Frage?